Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ugrutz und das hier ist noch einmal Blood Bowl 2. Und zwar eine kleine Ankündigung zusammen mit einer Teamerstellung. Ich habe mich in der DBBL in der Krüppelliga angemeldet. Das muss ich ganz kurz erklären. Die Krüppelliga ist eine Fun-Liga, bei der es darum geht, krüppelige Spiele hinzurocken. Denn es gibt ein paar Sonderregeln. Oder was heißt ein paar Sonderregeln? Ein Arsch voll mit Sonderregeln. In erster Linie bestehen diese Sonderregeln aus Verbote. Also es gibt für jede Klasse Restriktionen. Zum Beispiel darf ich als Skaven maximal 3 Gutterrunner besitzen. Ansonsten habe ich allerdings keine großartigen Restriktionen. Bei anderen sieht das schlimmer aus. Zum Beispiel die Saurier dürfen nur 4 Saurier haben, die Orks dürfen nur 2 Schwarzorks haben. Sowas in die Richtung. Also es geht einiges von den Bashern an Stärke runter. Dann gibt es ein Mannschaftslimit. In meinem Fall werden das 13 Mann sein, denn mir wurden die Skaven zugelost. Es gibt jedes Team maximal einmal. Das heißt, es wird eine sehr variantenreiche Liga. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, warum das ganze Ding Krüppelliga heißt. Es sind Apothekari und Rerolls beide verboten. Das heißt, man darf ja quasi nicht neu würfeln. Also man darf neu würfeln, aber natürlich nicht neue Rerolls etc. kaufen. Man kann also beim Anschlussergebnis kann man einen Reroll bekommen, den darf man dann auch benutzen, aber ansonsten darf man halt nicht rerollen. Die zweite Einschränkung ist, man darf keine Leute entlassen. Das heißt, man hat keinen Apothekarius, man wird verprügelt, man kriegt einen Niggling und man darf den Typ nicht entlassen. Das heißt, irgendwann wird die Liga, wie der Name schon sagt, aus Krüppeln bestehen. Und da mir die Skaven zugelost wurden, mit Rüstung 7, wahrscheinlich eher früher denn später. Das Ganze wird dann wahrscheinlich sehr schnell dazu führen, dass die Teams sehr, sehr seltsam anzusehen sind und sich wahrscheinlich recht stark herauskristallisiert, wer so ein bisschen vorneweg marschiert. Die Ergebnisse werden vielleicht auch ein bisschen seltsam, weil Turnovers natürlich an der Tagesordnung sein werden, wenn man keine Rerolls hat. Des Weiteren ist es verboten, wenn man Spieler hat und die leveln. Man darf ihnen keine Leader- oder Pro-Skills geben. Also nichts, was Rerolls, also optionale Rerolls, beinhaltet. Was man darf, ist natürlich rerollen im Sinne von, man darf den Leuten Dodge geben, man darf den Leuten Block geben. Man darf ihnen wahrscheinlich auch Sprint sicher und so geben. Das heißt, so interne kleine Rerolls sind erlaubt, aber die großen halt nicht. So, wie gesagt, wir haben Schrottwichteln gemacht. Das heißt, jeder, der mitspielt, es wird 2 Divisionen geben, jeder, der mitspielt, hat einen Spielpartner bekommen, dem er eine Rasse kredenzt. Mir wurde Skaven zukredenzt und dieser halb und deswegen würden wir dann jetzt gleich anfangen, das Team zu erstellen. Dann fangen wir doch mal an. Wir wählen die Skaven. Was heißt wählen? Wir kriegen die Skaven. Wir sagen weiter. Und wir nehmen die Keksfabrik Invader. Ne, Invader natürlich. Gibt das Teammotto an. Die Kekse. Oder so ähnlich. So, guck mal, ob wir hier irgendwo einen Keks finden. Am besten einen angeknabberten. Ich glaube, naja, Käse und Kekse ist sehr ähnlich. Ist auch wieder ein Keks mit dabei. Ne, ich glaube, es gibt nichts Keksiges. Das könnte man für einen Keks halten. Muss man aber nicht. Ein paar Buchstaben. Nehmen wir das da mal. Es ist nicht hübsch, aber das ist auch kein Keks. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwas Bräunliches haben. Das wäre bräunlich. Braunes Metall. Ich glaube, bräunlich passt zu Keksen, zumindest wenn es Schokoladenkekse sind. Gelbe Kleckse sieht eher käsig als keksig aus. Klicken wir mal so ein bisschen weiter durch. Schwarzes Metall, hoho. Eieiei. Augenkrebs ist ein guter Krebs. Nein, ist er nicht. So, Mordheim. Das ist sehr dunkelrot. Dungeon Bowl. Ich glaube, wir
bleiben bei braunem Metall. Das gefällt uns ganz gut. Individuelles Team. Was ist denn individuelles Team? Keine Ahnung. So, Unterimperium, Nekara, Einöde, die alte Welt, Nagaroth, World's Edge Mountain. Ich glaube, wir nehmen Nekara. Wie nennen wir denn unser Studio? Die Weihnachtsbäckerei? Nein, es ist ja nicht Weihnachten. Nur Bäckerei ist zu langweilig. Konditorei Ratte. Ist ja nicht so wichtig. Nein, wollen wir nicht. So, 1 Million. Keine Rerolls. Kein Apothekarius. Fangen wir einfach mal an. Pflicht ist ein Rattenoger, den müssen wir als erstes kaufen. Das ist der Prinz Endpunkt Rolle. Prinzenrolle. Und dann suchen wir uns noch einen Kopf dazu. Rotkäppchen? Nee. Komplett umwickelt. Wenn er nicht allen alles wegfrisst. Ne, wir nehmen Rotkäppchen. Kaufen. So. Stormwormen. Leibniz. Warum nur echt mit 52 Zähnen? Und ich hoffe, die hat er. Oh, das ist ja stylisch. Den nehmen wir. Kaufen. Ich frag mich nur, warum die Rüstung knalle grün ist, wenn wir doch braun gewählt haben. Ah, so. Zweiter Stormwormen. Was nehmen wir denn? Oreo. So, der nackte Kopf 1 ist doof. Ui, was ist das denn für eine Krause hier? Noch ein Rotkäppchen wollen wir nicht. Ja, der hat schon was von... Das ist ganz rattig, so. Das sieht ein bisschen aus wie Oreo. Kaufen wir. So, damit haben wir die drei teuren Positionals schon mal belegt. So, maximal 3 Gossenläufer sind erlaubt. Wir würden aber jetzt erstmal die Werfer noch nehmen. Dann nehmen wir einmal Pickup. Oh, die Werfer haben nur einen Kopf. Da haben sie sich ja richtig ins Zeug gelegt. Na gut, dann kauft man halt so. Und einen zweiten Werfer, glaube ich, würden wir auch holen. Lebkuchen. Oder auch Lebkuchen. Kann man ja halten, wie man möchte. So, jetzt haben wir 5 Spieler im Team. Gossenläufer. Weiß ich gar nicht, ob wir direkt alle 3 holen sollen. Ich möchte euch natürlich auch noch die Möglichkeit geben, so ein paar Wünsche einwirken zu lassen. Aber einen brauchen wir natürlich auf jeden Fall. Lüffel Biscuit. Bringen wir ein bisschen... Auch nur einen Kopf. Hallo. Geht's noch? Warum haben die denn bei den Ratten so wenig? So wenig. So, was haben wir noch für einen zweiten Gossenläufer?
Hanuta. Auch sehr bekannt. Und ich glaube, wir nehmen auch einfach direkt die kompletten drei. Und was haben wir denn noch für Kekswaren? Amarettini. Ein kleiner Italiano-Keks. Zack. So, jetzt haben wir 7 Spieler, brauchen noch 4. Haben aber auch noch 290.000. Das heißt, ist noch einiges da. Wir würden potenziell natürlich gucken, dass wir 18, 11, ja, 11 Spieler auf jeden Fall jetzt aufstellen, damit ich das Team schon mal erstellen kann. Dann würde ich euch natürlich noch bitten, ob ihr nicht noch schöne Namen für meine Kekse habt. Ich würde dann halt noch Feldspieler nachkaufen und natürlich Leichen ersetzen, wenn es denn dann sein muss, irgendwann. So, hier hatten wir noch Jaffa Cake. Der sieht, ja, das sieht aus wie Jaffa Cake. Nehmen wir noch einen. Und da gibt es dann Speku L.Arcius. Das klingt gebildet, würde ich sagen. Der braucht auf jeden Fall eine Brille. Wobei, den haben wir schon. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so gebildet aus, aber es ist eine Brille. Haben wir auch den im Team. Und dann brauchen wir noch, was brauchen wir denn noch? Oh, wir brauchen mal ein Hard-Ass, ein Domino-Stein. So, das haben wir schon. Das ist sehr nackig. Nehmen wir einfach mal ein braunhaariges Monster. So, wir haben noch 140.000. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch ein 12. Feldspieler kommen. Vielleicht mit eurem Wunschnamen. Ansonsten bestätigen wir jetzt erstmal die Käufe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir Assistenztrainer, Cheerleader oder sowas haben wollen würden. Fanfaktor kauft man sich eigentlich auch nicht. Die Anschlussergebnisse sind natürlich jetzt hier ein ganz klein bisschen wichtiger. Die könnten also entscheiden. Ich müsste allerdings nochmal nachlesen, welche für was gut sind. Also den Reroll-Anstoßwurf, da sollten wir uns ein bisschen was gegen wappnen. Das heißt noch ein, zwei, ich weiß nicht, ob es die Cheerleader oder die Assistenztrainer waren. Auf jeden Fall würden wir davon, glaube ich, noch 2 Stück kaufen. Und ja, ansonsten Käufe bestätigen, abbrechen. Haben wir ein Team und sagen zurück und würden jetzt dann noch gucken, dass wir uns für eine Liga registrieren. Da müsste ich allerdings ganz kurz AFK Desktop, um zu gucken, wie die überhaupt heißt. So, da bin ich wieder. Wir machen Multiplayer und Moment, da war Tickets verwenden. Krüppelliga Division 1. Nehmen wir Ticket verwenden und sagen annehmen, ja. Yeah. Damit sind wir jetzt in der Krüppelliga, haben 9 Spiele in der ersten Season, bestätigen und gucken uns ganz kurz mal an, was wir so in unserem Bereich haben. Unser erstes Spiel wäre gegen, keine Ahnung, hat noch nicht gestartet. 2, 4, 5, sind erst 9 Teams, es sollten eigentlich 10 sein. Das heißt, es fehlt noch einer. Die Elfenunion hat den vollen Wert. Wow, die Halblinge haben so ziemlich gar keinen Wert. Es gibt massiv Inducements. Wir müssen halt noch gucken, unser Team Value wird natürlich noch steigen, wenn ihr mir noch Namen zusendet. Ogre sind natürlich... Oh, wir haben Ogre in unseren Dings. Uiuiui, das wird schmerzhaft. Bewohner der Unterwelt, Vampir. Ja, bleibt abzuwarten. Schauen wir mal an, was da kommt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Ogrutz.